Oh, hier unten ist es. Robert Buttergott. Hi, sind Sie Robert? Stimmt's, Ihre Familie lebt schon seit Generationen in Epona. Ich nehme an, Sie wissen so einiges über die Geschichte der Region. Würden Sie uns, wir würden Sie gerne über Fort Maria befragen. Können Sie uns irgendwas über diesen Ort erzählen? Genauer gesagt, kennen Sie alte Geschichten über Geheimgänge, die ins Innere führen? Plant ihr einen abenteuerlichen Streifzug durch Fort Maria? Ich nehme an, ihr kennt das Risiko, das ihr eingeht, wenn ihr versucht, euch da hineinzuschleichen. Ich erinnere mich an ein paar Freunde von mir, immer auf der Suche nach dem nächsten gefährlichen Abenteuer. Naja, ich weiß nicht viel über die Festung, aber ich kenne jemanden, der das tut. Mein Bruder Junior, er bildet sich gerne ein, dass er den Laden schmeißt. Wenn ihr ihn bei Laune haltet, verrät ihr euch sicher, was er weiß. Er ist oben beim Anwesen auf dem Butterberg. Sagt ihm, dass ich euch geschickt habe, damit er euch nicht vom Grundstück jagt. Danke, Fabiana, reiten wir zum Anwesen der Buttergods. Das war erstaunlich einfach, muss ich sagen. Machen wir uns also auf zum Anwesen der Buttergods. Zum Butterberg. Nach oben dann. Oh mein Gott, da ist er. Junior Buttergott. Was treibt ihr denn hier? Das ist Privatgelände. Sie müssen Junior Buttergott sein. Ihr Bruder Robert schickt uns. Wir sind auf der Suche nach Informationen über Fort Maria und er meinte, Sie wissen das eine oder das andere. Fort Maria? Warum zum Teufel sollte ich mich für dieses alte Fort interessieren? Es ist schon seit Jahren abgeriegelt, aber es gibt da vielleicht jemanden, der sich daran erinnert, wie es war, als es noch zugänglich war. Mein Vater klopft an die Tür des Anwesens. Vielleicht könnt ihr mit ihm sprechen. Oh, und viel Glück. Er ist nicht der gesprächigste Typ. Um es mal so zu sagen. Ja, danke. Fabi. Wenn man den Geschichten über Waldemar Buttergott glaubt, sieht und hört man selten etwas von ihm. Das könnte interessant werden. Okay, Waldemar Buttergott also. Dann auf. Zehn lange Jahre sind vergangen, seit eine Menschenseele an die Tür meines altehrwürdigen Ehrenwesens geklopft hat. Also, wer wagt es, sich nun meinem Domizil zu nähern? Herr Buttergott, ich bin Linda Schanda und das ist Fabiana. Wir möchten Sie etwas zu Fort Maria fragen. Wir wüssten gerne, ob Sie jemals von einem geheimen Eingang gehört haben. Wir stellen Nachforschungen an für ein Schulprojekt über die Forts of Jorvik. Jede Information ist willkommen. War Maria? Ich erinnere mich gut an die Zeiten, als es noch offen war. Viele merkwürdige Leute huschten hinein und heraus, Gestalten in Gewändern, die wie Geister über den Boden schwebten, Geflüster über alte Orte und vergessene Prophezeiungen, Gemurmel über Bestien, die sich am Ende endloser Gänge hinter Türen verbargen. Ach, ich weiß leider kaum mehr als das, aber mein Sohn Scott, ja, der weiß vielleicht was. Er erzählt oft von Geheimnissen aller Art, von UFOs, Kryptiden, geheime Tunnel unter Jorvik, die zu einem Heim verderbter Kreaturen führen. Er hat eine ganz schöne Fantasie, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, er ist gerade unterwegs auf der Jagd nach der nächsten legendären Kreatur unten im Dorf. Was er wohl dieses Mal ist, Baba Yaga oder so etwas? Ich habe lange genug mit euch gesprochen. Ihr habt die Informationen, die ihr braucht. Also könnt ihr dieses Gelände und meine Familie in Frieden lassen. Wir mögen keine Besucher. Danke für Ihre Zeit, Herr Buttergott. Wir werden Sie auf jeden Fall in unserem Schulprojekt erwähnen. Denkt ihr wirklich, ich hätte eure Flunkerei nicht durchschaut, Soul Rider? Ein Schulprojekt.
eine schwache Ausrede für eure eigentlichen Absichten. Die Vater Gotts bekommen alles mit, was in dieser kleinen Stadt passiert. Aber solange ihr euch nicht mit uns verscherzt, lassen wir euch eure Druidenfreude eurem verhängnisvollen Schicksal nachjagen. Und nun geht's schon und lasst mich in Frieden. Er ist weg? Ja, er ist weg. Hast du das gespürt? Es war, als ob die Luft wieder wärmer würde. Ich kann nicht glauben, dass wir gerade mit dem Waldemar Buttergott gesprochen haben. Seit Jahren hat ihn niemand mehr am helllichten Tag gesehen. Und wenn er sich an das vorerinnert, als es noch offen war, wie alt ist er? Aber okay, wir haben endlich eine solide Spur. Lasst uns von hier verschwinden und Scott Buttergott finden. Er sollte irgendwo im Mondsicherdorf sein. Okay. Scott also, wir kennen ihn aus einigen Rennen. Ach, Jemine, nicht gerade Scott. Gleich haben wir die gesamte Buttergott-Familie durch. Da ist er. Scott Buttergott. Ich schwöre, ich habe gesehen, wie ihr reingezwängt habt. Ja, das sind die Fußabdrücke und da drüben. Frischer Kot. Ich nehme besser eine Probe zu Analysezwecken. Sie müssen Scott Buttergott sein. Schleicht euch nicht so an mich ran. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Dieses Dorf ist nicht sicher. Wenn ich das Monster nicht zur Strecke bringe, das hier lauert. Entschuldige, unser Fehler. Wir sind zu Ihnen gekommen, weil wir Ihre Hilfe bei der Lösung eines Rätsels brauchen. Wir haben mit dem Rest Ihrer Familie gesprochen und Sie haben uns an Sie verwiesen. Ihr Vater war sich sicher, dass Sie die Antworten auf unsere Fragen haben. Mein alter Herr? Wirklich? Ich schätze, ich weiß das eine oder andere über die dunkle Seite von Epona. Und ihr braucht also Hilfe bei etwas. Was ist? Fragt ihr mich jetzt etwas oder nicht? Ich lasse meine Zeit minutenweise bezahlen. Bezahlen? Okay, Scott Buttergott, wir suchen nach einer Möglichkeit, in das Fort Maria zu kommen. Fort Maria? Wisst ihr überhaupt, auf was ihr euch da einlasst? Ja, wissen wir, nur so gut. Nun ja, wenn ihr das sagt, ihr habt Glück. Die Kreaturen, die ich jage, ist eng mit Fort Maria verbunden. Enger, als ihr euch vorstellen könnt. Ich nenne sie das Fort Maria Ungeheuer. Ich sage euch was. Wir machen einen Deal. Wenn ihr mir helft, dieses Monster zu jagen und zu fangen, dürft ihr es fragen, wie es in dieses alte vorkommt. Ich weiß, dass dieses Ding sprechen kann. Es hat im Dorf Bücher gestohlen. Ein sprechendes Ungeheuer? Haben Sie irgendwelche Fakten, die Ihre Theorie untermauern? Okay, Scott, sonst geht's dir noch gut? Keine Fakten, aber ein untrügerisches Bauchgefühl. Also haben wir einen Deal oder nicht? Ja, okay, Leute, wir haben einen Deal. Und wir haben nicht viel Zeit. Machen wir uns also ans Werk. Ich will euch erzählen, wie das alles begann. Letzte Nacht sah ich eine monströse Kreatur am Butterberg herumschleichen. Sie war größer als ein Mensch. Und ihre Augen waren so groß wie Essteller. Na gut, eigentlich habe ich ihren Schatten gesehen. Aber ich kann euch sagen, der war riesig. Und ich bin einfach außer Sichtweite geblieben. Und dem Ding gefolgt. Und es hat mich ins Mondzieldorf geführt. Ich habe keine Erklärung dafür. Was denkst du, Fabiana? Klingt glaubwürdig. Klingt glaubwürdig? Es ist glaubwürdig. Es ist so real wie die Cowboystiefel an meinen Füßen. Schaut an diesem Tor, dieses verschlossenen Hauses vorbei. Seht ihr, ja? Frische Fußabdrücke kommen von der Tür. Dieses Haus ist seit Jahren verschlossen. Niemand geht rein oder raus. Und das sind keine normalen Fußabdrücke. Die sind gekrümmt. Genau wie ein Monsterfuß. Das grenzt die Sache natürlich ein wenig ein. Ich kann weder das Mothpferd noch Bighoof sein. Aber ich könnte immer noch der Ziegenmann aus den Bergen des Yor sein. Und was hat das mit Fort Maria zu tun? Da komme ich schon noch dazu. Als ich auf der Mitternachtspatrouille unterwegs war, habe ich das Ungeheuer neben genau diesem Haus lauern sehen. Und als es mich bemerkt hat, kam es so schnell herausgesprungen, dass ich nicht sehen konnte, wohin es verschwand. Aber ich konnte ihm dank der Zettelspur folgen. Ja,
Es hat eine Menge Papier auf den Boden fallen lassen. Ich bin also der Spur gefolgt und habe den Zettel nach dem anderen aufgesammelt. Und wohin hat dich die Zettelspur geführt? Ich bin bis zum Stadtrand gefolgt, aber da endet sie. Ich hob meinen Cowboyhut und schaute hoch und da lag es vor mir. Fort Maria. Sie haben gesehen, wie die Kreatur Fort Maria betreten hat? Ging sie durch das Tor oder durch einen anderen Eingang? Gesehen, ich konnte kaum etwas erkennen. Es war viel zu dunkel und das Monster war so schwarz wie die Nacht. Aber ich kann euch mit absoluter Sicherheit sagen, dass es in das vorging. Und ihr wollt wissen, warum? Darum! Als ich mich dem Tor des Forts näherte, hörte ich von drinnen ein donnerndes Gebrüll. Und dann sprang das Fort Maria Ungeheuer von der Mauer herunter. Ich war dem Untergang geweiht. Ich sag es euch, ich war verloren. Aber sie sind doch hier. Also muss es doch gut ausgegangen sein. Glaubt ihr denn, so ein Monster könnte mir etwas anhaben? Keine Chance. Es stürzte auf den Boden und raste an mir vorbei. Riss mich fast in zwei Hälften. Aber ich habe es überlebt. Habe nur ein paar Kratzer und blaue Flecken abbekommen. Jedenfalls kommt und geht diese Kreatur durch deren einen Geheimgang, sodass sie unbemerkt durch die Gegend streifen und Angst und Schrecken verbreiten kann. Ich bin fest entschlossen, das Monster zu fangen. Epona wird nicht ruhen können, bis ich es geschafft habe. Da kommen wir ins Spiel. Ich nehme an, wenn wir ihnen helfen, dieses sprechende Monster zu fangen, können wir herausfinden, wie es sich nach Fort Maria rein und rausschleicht. Ganz genau. Es ist wahrscheinlich nicht einfach, es zum Reden zu bringen. Aber sprechen kann es. Als das Monster Papier braucht, Pamela Moonriver bewahrt neben ihrem Haus einen Haufen nasser Ausgaben des der Mondsicherzeitung auf, um den Wespen beim Bau ihrer Nester zu helfen. Aber nein, das Monster wollte etwas zum Lesen. Vielleicht versucht es, unsere Gesellschaft und unsere Gewohnheiten kennenzulernen, um sich zwischen uns zu verstecken und dann anzugreifen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Okay, langsam gibt es alles Sinn. Die Zeit drängt. Wenn wir wirklich machen wollen, sollten wir jetzt damit anfangen. Okay. Lass uns keine Zeit vertrödeln. Wir müssen das vor Maria und Geuer jetzt schnappen. Um das Monster zu fangen, müssen wir ein paar Fallen aufstellen. Zum Glück habe ich hier genau das Richtige. Als der lokale Experte in Sachen Kryptididenjagd habe ich einen quasi unerschöpflichen Vorrat an Ausrüstung für solche Gelegenheiten. Allerdings habe ich gerade meine letzten extra große Kreaturenfalle an eine nette Frau im Anzug und Krawatte drüben im Jalaheim verliehen. Also müssen wir mit kleineren Varianten Vorlieb nehmen. Wie klein ist denn die Variante? Nun, ich würde sagen, wir könnten es am Schwanz zu fassen kriegen, wenn wir schnell genug sind. Ich weiß nicht so recht, was ist, wenn wir das Monster verletzen und es sich da draußen herumtreibt oder wenn wir stattdessen etwas anderes einfangen. Verletzen? Das Ding hat versucht, mich umzuschmeißen. Das mache ich auf keinen Fall. Das mache ich keinen auf nett. Und wir werden die Falle mit etwas füllen, das nur dieses gemeine olle Monster mag. Bücher. Fabiana, du reitest herum, legst die Fallen für das Monster in der Gegend aus, in der es zuletzt gesehen wurde. Linda, du nimmst diese Bücher und legst sie in die Fallen. In der Zwischenzeit werde ich... Oh, Moment, mein Handy klingelt. Verflixte Hufeisen. Ich habe gerade erfahren, dass im Spiegelsumpf ein Songsorger gesichtet wurde. Ihr zwei müsst es hier übernehmen. Ich habe ein mythisches Pferd zu zähmen. Bis später, Cowgirls. Bleibt wachsam. Endlich etwas Ruhe und Frieden. Dieser Scott Buttergott ist wirklich interessant, nicht wahr? Ich hoffe nur, dass er recht und hat und die Kreatur, die in Epona herumstreift, wirklich einen Weg nach Fort Maria kennt. Wenn man bedenkt, was für ein sehr seltsame Dinge auf dieser Insel passieren, klingt seine Geschichte gar nicht mehr so weit hergeholt. Machen wir uns daran, die Fallen auszulegen. Ich habe ein paar Bücher in meiner Satteltasche, die ich als Köder benutzen kann. Habe den anderen geschrieben, alles berichtet und abgemacht, dass wir uns treffen. Ich denke, wir haben hier eine handfeste Chance, Fabiana. Okay, soweit also das. Ich will lieber in den Spiegelsumpf, um meinen Songsorrow gratis zu fangen. Wäre das nicht viel cooler? So. Einmal hier eine Falle. Oh, wie sie auf Englisch steht. Ja. Werden wir hier mal ein paar Fallen los.
So. Eine Falle haben wir nach dieser. Ja, gut, dass wir hier ein paar Fallen noch haben. Und dann auf zur letzten Falle. Hier unten am Strand. So, die Fallen sind gesetzt. Hey, ich habe Lindas Nachricht schon gelesen. Ich bin sowas von bereit, das Fort Maria Ungeheuer zu schnappen. Ich kenne einen Platz zum Zelten in der Nähe unten am Meer. Lasst uns dort ein Feuer machen, damit wir uns ein paar Hot Dogs machen können, während wir warten. Ich bin am Verhungern. Monster und Frau Holzwurst aufspüren ist eine harte Arbeit. Und wenn es dunkel wird, überprüfen wir die Fallen. So warten wir die Nacht. Mein Gott, das ist jetzt wirklich Nacht. Werden wir das Monster in einem der Fallen jetzt finden? Alle wackeln. Ah, das Monster! Ein Monster? Wo? Oh, Moment! Ich bin das Monster? Bin ich deswegen in der Falle? Lasst mich raus! Ich will raus! Sofort! Es tut uns so leid. Natürlich bist du kein Monster, aber was bist du? Ich bin ein Beatrix-Trix und mein Name ist Capran. Nee, das stimmt nicht. Halt andersrum. Beatrix ist mein Name und ich bin ein Capran. Ja, es ist schön, dich kennenzulernen, Capran Beatrix. Entschuldige, dass wir dich gefangen haben. Wir wollten mit dir reden und naja, wir dachten, du wärst viel größer. Erst stelle mir diese Mädchen eine Falle und dann nehmen sie mich ein Monster und dann sagen sie, ich wäre klein, wie frech. Leute, hört auf zu reden, wir machen es nur schlimmer. Hör zu, kleiner Kerl, wir müssen unbedingt in die Bibliothek von Fort Maria. Aber solange uns dieses große, hässliche Dornwand im Weg ist, kommen wir nicht rein. Man hat uns aber gesagt, dass du einen anderen Weg rein und raus kennst. Könntest du uns ihn bitte zeigen? Das wäre ganz toll. Danke. Kleiner Kerl, sagen sie. Du hältst mich für einen Jungen, sie? Nur weil ich einen Bart habe, heiße das nicht, dass ich eine Junge bin. Willst du mich sagen, dass nicht alle Menschen im Alter Gesichtsbehaarung wächste? Das Bedauerlichste. So einiges, ehrlich gesagt? Ihr wollt also in die verbotene Bibliothek von Fort Maria und ihr glaubt, ich würde euch einfach so sagen, wie man das macht? Witzig. Ihr Leute seid so wirklich sehr witzig. Und dumm. Bitte, eine Freundin von uns ist drinnen und wir müssen nach ihr sehen. Eure Freundin geht es sicher gut. Alle Bücher Jorviks leisten ihr Gesellschaft. Außerdem kommt meine Großmutter öfters in der Bibliothek vorbei. Die wird sich sicher gut um sie kümmern. Allerdings finde ich es nicht in Ordnung,
dass ihr direkt in mein Zuhause spabieren wollt, nachdem ihr mich gerade wieder und wieder beleidigt habt. Ich lasse euch nur nach Fort Maria, wenn ich sicher bin, dass ich euch trauen kann. Ja, das verstehen wir, Soul Rider. Es ist nur fair, dass wir nach diesem unglücklichen Kennenlernen erst noch daran arbeiten müssen, Beatrix Vertrauen zu gewinnen. Ja, genau. Benehmt euch ab jetzt gut. Lassen wir die Unhöflichkeiten beiseite. Ich freue mich, dass ich endlich ein paar Menschis gefunden habe, die mit mir reden wollen. Die anderen sind immer alle weggelaufen. Wie können wir uns denn dein Vertrauen verdienen, Beatrix? Lasst mich nachdenken. Ah ja, ich habe eine Idee oder auch zwei. Okay, Beatrix. Wenn ihr mir jeden Tag zwei kleine Gefallen tut, werde ich euch bald viel Vertrauen schenken, dass ich euch Zutritt zu Fort Maria gewähre. Okay, Beatrix. Was möchtest du denn heute? Ein Festmahl für den Kapran möchte er. Er möchte Bücher essen. Oder sie möchte Bücher essen. Egal was, Hauptsache sie stinken nicht. Also möchte Beatrix Bücher essen. Und bitte die große Geschichte aus Jorvik. Dafür, die beiden Dailies haben wir jetzt. Und sie braucht generell auch etwas zum Lesen. So, die beiden Sachen haben wir. Dafür kriegen wir nicht nur Spielererfahrung, sondern auch Pferde-EP. Das beides zusammen. Zusätzlich haben wir hier Beatrix Vertrauen. Und wenn wir jeden Tag herkommen, ist das eben so. Wir müssen mal gucken, ob Beatrix jetzt nicht auch sogar eine Rufstufe bei uns hat. Vielleicht haben wir ja jetzt Beatrix auch hier irgendwo drin. Sieht irgendwie nicht so aus. Auf jeden Fall haben wir da jetzt unsere Quests hier. Müssen uns jetzt erst einmal den Ruf verdienen. Und jetzt bei Beatrix ein bisschen das Ganze hier sammeln. Und dann hoffen, dass Beatrix uns auch bald ein wenig mehr vertraut. So. Wir müssen für Beatrix ein paar Bücher sammeln. Und ein wenig Essen für Beatrix. So. Einmal die erste Quest geschafft. Und die zweite befindet sich auf der anderen Seite. So. Wie lange wir die Dailies machen müssen, das können wir noch nicht sagen. Aber ich denke mal, so im Normalfall vielleicht eine Woche. Meistens war das so, wenn wir da unterschiedliche Stufen haben, dass wir das mindestens eine Woche machen müssen. Wir machen uns noch auf, um Beatrix ein paar Bücher zu holen.
Ist ja nicht so, als hätten wir es eigentlich eilig, denn wir müssen ja eigentlich unsere Freundin retten. Deswegen müssen wir jetzt hier trotzdem eine Woche warten. Schönen Tag, oder nicht? Es ist ungewöhnlich ruhig im Mondsicheldorf. Bist du wegen einer Geschichte hier? Jeden Tag ist eine Geschichte. Wenn man darüber nachdenkt, aber dieser Tag ist interessanter als andere. Zuerst habe ich eine Frage. Hast du jemals einen Blick auf die Sonneninseln geworfen? Wenn der Mond nur einen winzigen Streifen am Himmel ist? Wenn du das tust, könntest du etwas Bemerkenswertes sehen. Hey. Du hast die Geschichte aufgeschrieben und jetzt solltest du zurück zu Beatrix. Das war aber eine sehr kurze Geschichte, aber anscheinend reicht es für Beatrix. Denn wir müssen jetzt zurück zu Beatrix. Und damit haben wir dann jetzt erstmal hier einen Rufblocker. So. Wir machen uns auf zu Beatrix zurück. Zu unserem Capron hier. Was für eine Geschichte, eine Legende, eine Sage, ein Epos, ein Zeitalter und das Beste daran. Sie gehört ganz mir. Wir geben ihr erstmal die Geschichte ab. Damit endet die aktuelle Hauptstory erst einmal. Und wir machen uns hier erstmal ab für dieses Mal und sehen uns dann bei der nächsten Variante weiter, sobald die Hauptstory weitergeht.